Hallo, ich bin Dennis von SimCities und heiße euch herzlich willkommen zurück zu Surviving Mars. Ich hoffe mal, dass Raketen unterwegs sind ja, wir haben schon uns Fracht zugeschickt. Was haben wir hier noch im Bau? Eine Schule? Ich will noch ein Gebäude nachgucken, wie groß es ist. Ziemlich groß, okay. So, intelligentes Apartment. Die Wohnanlage würde ich hier gerne noch entfernen. Und pausieren wir mal. Vielleicht entfernen wir hier noch den Spielplatz. Oder die Schule. Und bringen die Schule dann hier in die Wohnanlage rein. Die können ja rüberlaufen. Ich glaube aber, wir entfernen den Spielplatz. Ausschlachten. Ja. So, denn ich möchte hier das Hotel bauen. Ja, so gut. Machen wir das so rum? Ja. So gefällt es mir. So, hier gibt es ja einige nette Möglichkeiten für die Leute. Vielleicht sollten wir das Forschungslabor nicht hier reinsetzen. Hier schlachten wir das auch nochmal aus. Ja, es ist gerade ein bisschen unplan. Forschungslabor, das würde sehr gut hier reinpassen. Und stattdessen hier wieder den Spielplatz. So. So passt es besser. Gut. Weil mein Ziel ist es jetzt, vor allem dieses Gebiet hier, dieses Gebäude zu stärken. Oder halt, ja, die Kuppel. Die weiter auszubauen. Und dann mit Tourismus die Leute hier ranzuholen. Wir könnten hier noch einen Bahnhof bauen oder den hier zum großen Bahnhof ausbauen. Das wäre wahrscheinlich auch nicht schlecht. Schauen wir mal, was es kosten würde. Großer Bahnhof. Ja, das kostet nichts. 30 Eisen, 15 Maschinenteile. Wir könnten das hier schließen und dann. Das brauchen wir sowieso nicht mehr eigentlich, da sie hier durchlaufen können. Es gibt für die Leute keinen Grund mehr hier zu fahren. Dann machen wir lieber eine Strecke direkt hier vorne hin. Mit einem großen Bahnhof. Den könnten wir hier reinsetzen in die Mitte. Ja. Die fahren da gar nicht mehr mit. Schließen wir mal. Den genauso. Und dann wollen wir hier nichts mehr drin haben. Hier genauso. Obwohl, lassen wir noch mal offen. So, dann können Sie die Sachen immer noch fahren. Aber dann werden Sie jetzt alles abholen. Dann werden wir hier einen großen Bahnhof errichten, entweder hier oben ein. Dann würden wir den hier stehen lassen und auch noch mal verbinden. Am besten wäre es, wenn das hier auch ein großer wird. Dann hätten wir hier oben einen großen und einmal hier in der Mitte. Das wäre, glaube ich, optimal. Dann werde ich hier auch noch mal das alles entfernen. Hier soll nichts drin sein. So. Wunschmenge 5, was wollen wir hier drin haben? Wir wollen eigentlich gar nicht so viel hier haben. Das können wir wieder schließen, das brauchen wir nicht.
Aber wir brauchen halt auch einen Bahnhof, um alles nach oben zu transportieren. Ihr seid noch nicht fertig, sehr schön. Aussicht, es ist ein Komfort. Ich würde gerne wissen, ob ich eine Bahnlinie über die Schräge machen kann. Aber ich glaube, man kann die nur ebenerdig. Weil dann würde ich hier oben gerne Tourismus machen. Aber erst einmal muss es hierher. Eine Rakete ist bereit, sehr schön. Wo könnten wir den Bahnhof hinsetzen? Vielleicht hier oben hin. Einen gewöhnlichen Bahnhof. Den würden wir dann hier hinsetzen. Dann wären alle Plätze in Reichweite. Hier, nee, nein, hier oben ist, glaube ich, besser. So. Oh, das muss repariert werden. Schicken wir mal die Drohne hier runter. So. Sobald das repariert ist, kann das hier gebaut werden und dann hätten wir hier schon mal einen kleinen Bahnhof, wovon wir gleich zu dem Bahnhof hier alles transportieren können. Hier ist viel zu viel Nahrung. Machen wir mal noch einige Lager. Okay, Meteoritenschauer kommen. Nahrungsspeicher brauchen wir. Machen wir die mal. Ja, setzen wir mal hier oben hin. So, hier. Zwei Nahrungsspeicher. Okay, Maschinenteile und alles. Das brauchen wir jetzt nicht hier oben. Aber Nahrung können wir dann hier rübersetzen. Vielleicht entfernen wir den hier nochmal. Wir brauchen nur einen Speicher. Einmal Nahrung hier. Und halt. Der ist bescheuert. Stattdessen bauen wir ihn hier hin. So. Aus einem einfachen Grund, hier haben wir eine Lücke freigelassen, um hier nochmal einen Durchgang durchzumachen. Und dann können wir natürlich da kein Lager hinbauen. So, das wäre repariert. Schicken wir dich mal wieder hoch. Sehr schön. Da arbeitet gerade niemand oben. Wie sieht's aus? Ein Arbeitslosen. Offene Stellen haben wir aber noch genug. Du bist arbeitslos. Ist keine Arbeitskraft, Senior. Du willst arbeiten? Ja, er kann nicht arbeiten. Oder sie. Keine, ich habe nicht geguckt. Naja. Arbeit ist nicht möglich. Ein Kolonist auch mit Heimweh, das gibt sich auch noch. So. Bereit zur Landung. Sehr schön. So. Die Rakete lassen wir auch mal hier landen. Ja, Wunschmenge 0. Okay.
Ja, wir müssen mir dann mit einem Transporter alles rausholen. Die sollten inzwischen fertig sein, ja. Schade, ich kann nicht beide gleichzeitig auswählen. Dann entladen wir hier mal das Eisen. Und hier ebenfalls. So, hier geht das ganze Eisen rein und dann fährt der Zug es gleich wieder weg. Das ist auf jeden Fall praktisch. Hoffe ich zumindest, dass er das macht. Ja, ein bisschen was hat er geladen. Arbeitslose Kolonisten. 12 weitere haben wir bekommen. Die laufen in ihre Wohnungen. Davon haben wir eigentlich auch genug. Ja, im Altersheim haben wir jetzt inzwischen 13 Leute. Und die werden sich jetzt auch schön auf die Berufe verteilen. Und dann werden die Sachen auch fertig. Und dann, sobald wir das Hotel haben, können wir auch Touristen herschicken. Jetzt mit dem Strom aus noch 17 Stunden. Da müssen wir vielleicht schauen, ob wir noch ein paar andere Sachen bauen. Ich hatte dich ja entfernt, weil Maschinenteile braucht. Was haben wir noch Schönes an Strom? So. Ich mag das große Windrad nicht. Das sieht nicht so schön aus. Vielleicht sollten wir echt weiter oben produzieren. Okay, nur tagsüber Strom ist natürlich ein Problem. Wir brauchen eigentlich mehr Windräder. Produzieren wir Maschinenteile? Minimal. Naja. War der obdachlos? Freie Wohnplätze. Wir haben genug Plätze. Okay. Er kann ruhig gehen. Abreise. Ja, es wird mir hier nicht angezeigt. Egal. Okay, selbst wenn er abreisen will, das ist in Ordnung. So. Ich hoffe, das hier ist bald fertig. Wir haben eigentlich von allen genug. Wir haben wieder alles. Und wir brauchen mehr Mülldeponien. Außerdem würde ich hier gerne das zumachen. Ebnen. Das geht nicht. Das ist zu groß. So, ich kann die Größe ändern. So, das ist perfekt. Okay, das ebnen wir einmal. Und dann wird es hier wieder zugeschüttet, diese kleine Kuhle hier, was da geschaffen wurde. Dann können wir da eine weitere Mülldeponie hinsetzen. So, arbeiten hier Leute? Ja, ein paar sind dort. Sehr schön. Geldmittel kriegen wir gerade nicht, weil keiner arbeitet. Mal schneller. Warte, oh, ich sehe gerade, unser Strom ist echt übel zurückgegangen.
Wir brauchen dafür ein paar Windräder. Ja, ich hatte welche entfernt. Das ist natürlich ziemlich dumm gewesen. So, machen wir noch mal 3 Stück. Ist auch alles in Reichweite, sehr schön. Ich mache mir mal auf niedrige Priorität. So, aktuell wird keiner mit Heimweh angezeigt, aber ein Senior auf Jobsuche. Kann sowieso nicht arbeiten. So, wir haben ein bisschen mehr Strom, aber wir brauchen noch mehr. Sonst haben wir in der Nacht wieder ein Problem. Wir könnten die dafür einmal öffnen. Da gibt es einen Einschlag. Schauen wir mal an. Wo überall. Unsere Kolonie wird nicht getroffen. Das ist sehr schön. Bisher jedenfalls. Okay. Wo sind die beiden? Dort ist einer. Wir werden mal die hier leer machen. Fahr erstmal hoch. Du ebenfalls. Ja, wird geschlossen. Der hier auch. Und dann holen wir uns den Kram. Und reißen die ab. Nehmen wir hier erstmal die Metalle. Die 3 Lager möchte ich auch entfernen. Mit dir mal das. Die Maschinenteile. Oh, das war knapp. Vielleicht sollten wir die Raketen mal abheben lassen, bevor sie zerstört werden. Das wäre vielleicht echt nicht schlecht. Das wäre gar nicht gut, wenn wir die verlieren. Wir haben zwar welche, aber trotzdem nicht gut. Eine haben wir, glaube ich, noch. Dann entfernen wir auch noch den Bahnhof. Wunschmenge hier 0. Das wird jetzt ein bisschen aufwendig. Alles wegmachen. So, wie viel Eisen ist hier drin? Nichts mehr. Einladen. Metalle. So. Maschinenteile hast du alle. Hier auch nochmal Maschinenteile. Oh, verdammt. Verdammt, verdammt. Wir haben hier einen Bruch. Und hier kommt der nächste Einschlag. Und wenn wir Pech haben, verlieren wir hier die Nahrung. Rakete bis voll, hau ab. So, dich hohe Priorität. Au, au, au. Das ist ja gar nicht gut. Okay, aber das werden wir erst in der nächsten Folge sehen. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Ihr seid dann beim nächsten Mal wieder mit dabei. Tschüss.